Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar zu meinem Herpesvideo. Oh mein Gott. Es ist tatsächlich immer noch so, dass es, glaube ich, ein Tabuthema für viele ist. Aber ihr seht meine Lippe. Und ich habe mir das einfach mal zum Anlass genommen, da einfach mal drüber zu sprechen. Denn ich suche da selber viel drüber. Und es gibt echt wenige, die da offen drüber sprechen. Wobei fast 90% der Menschheit diesen Erreger in sich trägt. Das ist so krass. Ich weiß nicht, wo die Leute dann sind, ob die sich zu Hause verschanzen oder sonst irgendwie was, wenn es ausbricht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gedacht, machen wir das einfach mal heute zum Thema. Ich erzähle euch ein bisschen was darüber und gebe euch so meine Geheimwaffe auch mit auf den Weg, falls ihr selber darunter leiden solltet und das vielleicht noch nicht kennt. Und natürlich zeige ich auch euch so ein paar Beauty-Tricks, wie ihr das überschminken könnt, wenn ihr halt zur Arbeit müsst oder irgendwie raus müsst, weil es ist den meisten ja doch immer sehr unangenehm. So, fangen wir an. Es gibt zwei verschiedene Sorten Herpes. Es gibt einmal diesen, ja, ich sag mal, nicht so schlimmen Herpes. Das ist der, der halt wirklich am Mund entsteht, an der Nase, am Auge kann der tatsächlich auch vorkommen. Und es gibt halt auch diesen Herpes, der im Genitalbereich oder sonst irgendwo auftreten kann. Ich bin zum Glück von der leichten Sorte betroffen. Ich habe auch mal gehört, dass es so ist, wenn man diese leichte Sorte hat, dass man von der zweiten Sorte nicht betroffen werden kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin da jetzt auch kein Fachmann drin. Aber auf jeden Fall, ich bekomme immer Lippenherpes. Wann bekomme ich Lippenherpes? Wenn ich Fieber bekomme. Meistens. Ich weiß nicht, wie geht es euch da? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Viele bekommen es, wenn sie sich ekeln, viele bekommen es aber auch, wenn sie ihre Periode bekommen. Es ist so ein bisschen zyklusabhängig halt auch, weil dann einfach das Immunsystem geschwächt ist. Kommt bei mir auch schon mal vor, aber meistens ist es wirklich, wenn ich krank werde. Und ihr seht, diesmal hat es mich echt hart getroffen. Der ist jetzt schon ein bisschen abgeheilt. Das Problem ist, ich konnte einfach kein Video drehen, als er ausgebrochen war, weil ich so flach lag mit Schüttelfrost und Fieber. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir das jetzt. Ihr seht ja trotzdem noch, dass ich Herpes hatte. So, zu dem anderen Herpes kann ich euch leider wirklich nicht viel sagen. Ich kann euch halt nur meine persönliche Erfahrung dazu geben. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe immer schon Aciclovir zum Beispiel benutzt. Das kennen vielleicht viele in Form von Sovirax. Das hat bei mir echt eigentlich so am wenigsten gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Womit ich ganz gut gefahren bin eine Zeit lang, ist dieses Penciclovir. Das ist zum Beispiel in dem Finistilgel drin. Ich guckt, dass ich euch die Bilder hier einblende, weil ich benutze diese Sachen halt einfach nicht mehr, weil ich halt so meinen heiligen Gral gefunden habe, sag ich mal, ne? Und das war auch immer okay, es war halt einfach immer viel Schmiererei mit den Cremes, es war einfach, die Haut war dann so mega aufgeweicht und es hat einigermaßen geschafft, den Herpes weiter ja, einzubremsen, sag ich mal, dass er sich nicht komplett verteilt oder so, aber es war halt auch jetzt nicht so die Ultimo-Lösung. Was habe ich noch probiert? Diese Herpes-Patches, die waren gar nichts für mich. Erstmal haben die sich meist abgelöst, da an den Stellen, wo kein Herpes war. Und dann, wenn ihr die abmachen musstet, wer kennt's? Ey, das sind Schmerzen, Leute, das sind einfach so Schmerzen. Dann habe ich auch noch so getönte Cremes dafür benutzt, auch irgendwelche Herpes, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Ich glaube, das war erstmal so alles, was ich bisher... Ach so, und ich musste... Boah, ich hatte einmal ganz schlimm Herpes im Urlaub. Da hatte ich echt so eine Lippe. Boah, und das waren Schmerzen, Leute. Das ist ja, man kennt ja dieses Brennen, dieses Kribbelgefühl, wenn es anfängt. Aber das waren tatsächlich solche Schmerzen, weil einfach so dick war meine Lippe. Und da musste ich dann auch diese Zubirax-Tabletten nehmen. Ich glaube, die kriegen sonst eher Gürtelrosenpatienten, aber das war... Ja, es dauert bei mir immer meist so 5 Tage bis eine Woche irgendwie, bis das abheilt und es ist halt einfach immer super nervig gewesen. Sei es, wenn man auf der Arbeit ist und man fühlt sich halt einfach unwohl. Ich konnte keine Videos richtig drehen, beziehungsweise habe ich trotzdem ein Video gedreht, aber ja, irgendwie, man fühlt sich halt einfach nicht so gut, muss man einfach sagen, ne? Und deswegen zeige ich euch halt heute auch, wie man es so ein bisschen abdeckt, dass es halt nicht so ganz extrem auffällig ist. Aber zuerst zeige ich euch natürlich meinen heiligen Herpesgral. An, ist aber so, weil das einfach ganz anders wirkt als ja, die Mittel, die ich euch sonst so gesagt habe, die ich halt alle schon ausprobiert habe, weil ich habe wirklich seit Kindestagen habe ich immer mit Herpes zu kämpfen. Ich zeige euch das einfach mal, erkläre euch ein bisschen, wie das funktioniert. Sieht erstmal aus wie ein Lippenstift, oder was meint ihr? Und zwar ist das der Herpotherm. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich super interessieren. Geht auch so auf wie ein Lippenstift und ist auch für die Lippen. Denn ihr benutzt den, sobald ihr merkt, oh Gott, da könnte Herpes kommen. Da könnte echt jetzt gerade wieder irgendwie so ein Lippenbläschen entstehen, das kribbelt, es brennt oder sonst was. Die meisten merken es, viele, es gibt aber auch einige, die es halt nicht merken.
dann solltet ihr das verwenden. Und zwar ist das hier vorne so ein Keramikplättchen, das seht ihr, dieses ganz kleine, ne? Und das erhitzt sich auf 51 Grad und das ist dann wiederum so ein Prozess, der halt diese Herpesviren abtötet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das abtötet oder ob der die irgendwie wieder zurückdrängt, weil man hat dieses Herpesvirus ja irgendwie sein ganzes Leben im Körper, wenn man einmal infiziert ist. Auf jeden Fall habt ihr eine viel, viel geringere Herpesdauer. Das ist so krass, das geht nach 3 Tagen weg bei mir. Also ich meine, ich habe jetzt nie so richtig lang, manche haben ja auch teilweise 2 Wochen damit zu kämpfen oder so. So kurz zur Anwendung. Ihr seht vorne halt dieses Keramikplättchen. Das ist das, was sich erhitzt beim Herpotherm. Und zwar müsst ihr das einfach auf die Lippe halten. Dann habt ihr hier so einen kleinen Schalter. Drückt da einmal drauf, ihr hört schon dieses Symbol. Dann erhitzt es sich auf 51 Grad. Wartet, bis das Licht gleich ausgeht und wieder ein Signal. Und schon sind die 3 Sekunden vorbei. Der schaltet sich von alleine ab. Und solltet ihr dann noch was merken, also normalerweise geht es beim 1., 2. Mal ungefähr weg, dieses Kribbeln, Brennen, was man halt auch sonst so merkt. Sonst könnt ihr es aber auch ruhig nochmal anwenden. Wenn ihr meint, oh, da merke ich noch ein bisschen was, ruhig direkt wieder drauf, weil da sitzen halt noch diese Viren drin, die dann zerstört werden müssen. Ja, ihr wollt schon wissen, wo ihr den bekommt. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr den über eine Apotheke bestellen könnt, beziehungsweise ob Apotheken den da haben. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal die Seite in der Infobox, da bekommt ihr den. Oder ihr könnt ihn natürlich auch über Amazon bestellen. Kann ich euch auch gerne verlinken. Und da könnt ihr den dann für, ich meine, 39,95 aktuell bestellen. Hört sich erstmal viel an, aber wenn man weiß, wie viel Cremes man sonst braucht und die sind auch nicht gerade günstig, Leute, in der Apotheke, wenn man jetzt nicht gerade einen von Rossmann oder so benutzt, sondern einen aus der Apotheke, dann hat man das Geld auf jeden Fall als Herpesgeplagter schnell wieder raus. Was halt auch mega cool ist, selbst Schwangere und Kinder dürfen den verwenden, weil halt einfach keine Chemie drin ist. Und ja, auf jeden Fall mega cool. Ist auch ein Produkt aus Deutschland, soweit ich weiß. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr innovativ. Mal einfach was anderes und was das mir wirklich hilft, endlich mal. Endlich. Ich habe ja echt alles ausprobiert, ne Leute. Echt alles. Aber das ist wirklich das Einzige, was mir hilft. Was sehr cool ist, finde ich, ist, dass ich euch das weitergeben darf, denn ich denke, diejenigen, die hier nach diesem Video gesucht haben, sind auch Herpes geplagt. Ja, und die lieben Herpotherm-Leute haben mir ein Produkt zum Verlosen für euch mitgegeben. Ich finde das richtig cool, weil ich weiß, es ist halt echt was, ja, ist schon was hochpreisiger, sage ich mal, und es hat halt auch nicht jeder das Geld, sich das zu holen. Und deswegen macht gerne mit, wenn ihr auch so geplagt seid wie ich. Ich gebe euch das auf jeden Fall weiter und hoffe, ihr macht auf jeden Fall zahlreich mit. Was ihr dafür tun müsst, schaut einfach in die Infobox, um diesen Herpotherm gewinnen zu können. Natürlich neu. Meiner liegt hier. Werbung, wie immer, weil ihr immer gefragt wird, wie immer unbezahlt. Also wirklich meine eigene Meinung und nicht eine Meinung einer Firma, sondern ich finde es wirklich gut. Darf ich euch noch kurz was zur Reinigung, weil ihr solltet es halt wirklich alleine verwenden, also nicht mit mehreren Menschen. Ich denke, das ist für die meisten klar hier. Und dann wirklich desinfizieren. Also es sind Desinfiziertücher dabei, aber wenn ihr den reinigt, also nach jedem Mal gebrauchen am besten, nicht jetzt einfach so Desinfektionszeug da drauf sprühen, sondern wirklich erstmal auf ein Tuch und dann so drüber reiben, weil da hat es halt wirklich viel Elektronik drin und das sollte nicht unbedingt nass werden. Ich glaube, das ist verständlich für ihn. So, jetzt kommen wir aber auch schon zum Schminken. Und jetzt seht ihr, ich habe hier halt wirklich alles noch rot und krustig halt auch schon. Und ja, das wollen wir auf jeden Fall jetzt mal versuchen wegzuschminken. Es sieht jetzt noch, sieht schon einigermaßen abgeheilt aus. Aber ich habe mir gedacht, wir machen es halt jetzt. Und ich konnte halt, ich war nicht in der Lage, ein Video zu drehen. Mir ging es so schlecht, ich lag nur im Bett, Leute. Deswegen habe ich einfach mal so ein paar Tools hier vorbereitet. Ganz viele Tipps auf jeden Fall, die ihr beachten solltet auch. Also ganz viel Pflege vorher drauf, gerade wenn schon Kruste drauf ist. Und dann ruhig mit dem Finger oder mit dem Wattestäbchen. Also niemals so auf den Herpes drauf gehen, weil es können halt immer noch Viren irgendwie mit drin sein. So macht ihr die Kruste so ein bisschen weich und das Make-up drüber, das kann sich halt einfach besser verteilen. Dann kommt es mal drauf an. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt schon wenig Kruste habt, könnt ihr ruhig so einen festen Concealer nehmen. Der hält euch natürlich den Tag über länger. Habt ihr aber noch viel Kruste und ja, solltet ihr schon zu einem flüssigen Produkt greifen. Ein Concealer ist immer sehr gut, ein deckender, weil ihr dann einfach nicht so dieses Krustige habt, also dieses, dass es dann nachher so aufplatzt und keine Ahnung, weil so ein trockener Concealer trocknet natürlich auch nochmal so ein bisschen mehr aus. Ne? Dann ein Tipp von mir, ich hebe immer meine alten Beauty Blender auf.
wenn ich für solche Fälle, dass ich mal irgendwann Herpes bekomme, weil ich die danach nämlich auf jeden Fall entsorge. Also da hilft dann auch keine Waschen oder sonst irgendwas mehr, weil die Viren sitzen halt drin. Deswegen immer, wenn ihr so alt habt, die sollte man ja sowieso immer mal ab und zu aussortieren, die hebe ich dann immer auf für solche Fälle und schmeiße die halt danach wirklich weg. So, kommen wir dazu, dass wir jetzt alles gepflegt haben. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel Kruste und kann deswegen halt auch zu so einem festeren Concealer tendieren. Das ist jetzt zum Beispiel der Catrice Camouflage, der ist ultra deckend. Und ihr solltet, auch wenn ihr das mit einem Pinsel macht, wirklich mit einem Pinsel arbeiten, den ihr danach nicht mehr verwendet oder ihn wenigstens halt desinfizieren. Dann gehe ich halt wirklich in dieses Töpfchen rein und decke die ganze Schicht ab und zwar wirklich deckend. Und ich lasse es dann halt ein bisschen einziehen, damit es wirklich, ja, das Pigment halt da bleibt und so diese letzte Flüssigkeit dann einfach noch drin bleibt. Was jetzt viele machen, immer nur diese Stellen abzudecken. Ich decke komplett meine ganzen Lippen ab, damit es halt wirklich so natürlich bzw. gleich aussieht wie möglich, damit es halt wirklich nicht so dieser Fokus noch mehr auf den Herpes gelegt wird. Das machen viele auch mit Pickeln, dass sie einfach nur diesen einen Pickel abdecken und dann nichts verblenden oder sonst was. Finde ich ganz, ganz gruselig. Dann, wie gesagt, ein alter Beautyblender oder was ihr halt so habt, Stämmchen. Ihr könnt aber auch so Wattepads nehmen oder so. Und dann klopfe ich das wirklich ein. So, hab das Ganze jetzt schon schön verdeckt. Habt ihr jetzt Herpes zum Beispiel an der Nase oder sowas, könnt ihr das natürlich genauso machen. Verwendet aber auf jeden Fall eine Foundation drüber, die sich ähnelt vom Ton her, damit ihr wirklich halt alles so Ton in Ton habt. Als nächstes nehme ich dann einen Lippenstift und da wirklich was Dezentes, Leute. Also jetzt kein Rot oder sonst irgendwie was, dass ihr den Fokus noch darauf legt, sondern wirklich so ein Rosenholzton ist dann immer ganz schön. Und da habe ich auch immer einen billigen Lippenstift. Das ist jetzt zum Beispiel einer von Lavera, glaube ich, genau. Den ich dann abschneide. Also ich verwende den schon auf der Lippe, weil einfach das Pigment auch zwischen diese krustigen Teile und so schon mal kommen muss. Und dann schneide ich ein Stück davon ab, wirklich mit einem Messer, weil das halt wirklich so infiziert ist, sag ich mal, ne, mit diesen Viren. Und ja, deswegen halt einfach ein günstiger, weil ich möchte nicht meine Dior-Lippenstifte oder sonst irgendwas abschneiden. Und gebe den dann halt wirklich so mit drüber. Verwende aber auch keinen Lip Liner, weil der mir in dem Fall schon wieder zu trocken ist dann. Da habt ihr den Herpes weggeschminkt. Also quasi nicht mehr vorhanden, oder? Was sagt ihr? Ich komme mal ein bisschen näher. Ne? Wo man gerade eben gesehen hat, es war alles noch rot und halt auch so ein bisschen Kruste noch da. Schreibt es mir mal, wie es euch gefällt. Ob ihr das genauso macht oder habt ihr vielleicht noch einen anderen Tipp dafür? Ich bin da immer sehr, sehr offen. Vielleicht habt ihr ja auch noch so ein ultimatives Geheimnis, wie ihr das so macht. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen, ich konnte euch helfen, konnte ein bisschen aufklären zu diesem Tabuthema Herpes. Ich verstehe zwar nicht, warum es immer noch eins ist, aber naja. schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wollt ihr mehr so Lebenshilfe-Videos oder doch lieber wieder Beauty-Videos? War ja ein bisschen Beauty mit drin, ne Leute? Ansonsten auf jeden Fall brauche ich all eure Tipps hier in den Kommentaren, die ihr so zu bieten habt. Wenn mich interessiert, ist immer super und ich möchte mich natürlich auch mal noch weiterentwickeln. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr in die nächsten Videos wieder reinschaltet. Hier verlinke ich euch zwei. Ich hoffe, davon interessiert euch eins. Und hier ist das Abo-Knöpfchen, also auch gerne das Abo-Knöpfchen drücken. Darüber freue ich mich sehr. Und natürlich das Glöckchen aktivieren. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.